Peggy 18. So, liebe Leute, letzte Folge hat Peggy uns mal wieder verlassen. Ja, weil er nicht Bestimmer sein durfte. Weil er keinen Bock hatte, das Dach zu bauen. Hat recht. Ja, dann wollte ich krank machen. Ja, genau. Sau gut. Warte mal, hier ist gerade leck. Kann nicht kommen. Kann nicht mehr gehen. Kann nicht auf die Baustelle kommen heute. Sau gut. Auf dem Fußballfeld. Achso, hast du, wie schaut's aus bei dir mit Hunger? Geht. Ich habe jetzt gerade so viel gefressen, dass ich keinen mehr habe, aber. Ich habe mal eben 25 Fleisch gebacken. Oh, mein Platz. Du Arsch. Hat er dir in die Luft gejagt oder was? Guck mal, Alter. Ah, nee, Bergi, komm schon. Mann. Als ob da die Italiener zu Besuch gewesen wären, Alter, auf dem Fußballplatz. Oder irgendwas anderes. Wieso liegen da überall Nudeln? Alter, übel. Ah, nee, ja, so ein richtig derbes Loch da rein. Aber richtig schön quadratisch ist das, ne? Der sprengt wirklich. Der sprengt schon genormt, ja. Das ist eingetragen beim TÜV. Quadratsprengung. Wer mich gerade entgeistert angeschaut hat. Was baust du hier das Loch zu? Hast du jetzt schon vorgesorgt? Ja, muss noch warten jetzt, ja. Muss noch ein bisschen warten. Ja. Ob das was. Ah, nee, wird? Das geht noch nicht. Man muss dann noch größer machen, glaube ich. Denn die beiden müssen noch weg. Ja, den musst du mir ja geben. Ja. Das habe ich ja. Keinen. Da bauen wir noch einen rein. Doch, passt. So. Oh. Ja. Jetzt eskaliert es hier aber. Eskaliert es wirklich. Seit wann hat man eigentlich. Ist das nur mein Schatten oder hat das. Nee, ist dasselbe Holz. Ne? Ja. Da ist eine Spinne schon zu Gast. Guck mal oben auf der Tribüne. Auf der Privattribüne hängt eine Spinne drin. Oh ja, die ist. Du musst immer vorsichtig ins Haus reingehen, ne? Das ist Spider-Man. Hast gehört? Du musst immer vorsichtig ins Haus reingehen, weil da spawnen echt einen Haufen Viecher da drin. Oder Farm draus machen. Weil jetzt oben sogar noch ein Creeper, ich weiß es nicht. Also. Ah, ich gehe jetzt nicht mehr zu mir. Ich bin ja zum Arbeiten hier. Hast du genügend Birke? Ich will heute Birke besorgen, dann muss ich mir aber erst nochmal ein paar Äxte bauen. Ah ja, genau. Nee, Birke habe ich nicht mehr wirklich. Wir haben aber noch etwas. Ich baue mir eben noch fix Äxte, ne? Und dann geht los, dann baue ich wieder weiter Birke. Mach aber, glaube ich, erst noch schnell die Steine, die Koppelsteine noch fertig wieder. Da musst du mal reingucken, wie viel ich da schon gemacht habe von denen. Ja, ich war ja Wahnsinn. Ich habe schon gesehen, die gekochten Steine, ne? Ja, also nicht nur die gekochten, sogar schon gleich Dinge draus gebaut. Diese Pflasterdinger. Die wollte ich jetzt mal bei mir auch mal verbauen. Die Steinziegel. Ja. Die habe ich schon gleich wieder verbaut dann. Richtig geil. So, weil die kann man wirklich gut gebrauchen. Wenn wir die mal wirklich, wenn wir was Großes bauen wollen, also wenn du was aus Ziegelstein bauen willst, ja, ist da echt ein Haufen Zeug da. Ich baue eine Ziegelei daraus. Ja. Ich nicht. So. Bin ich dumm. Bin ich ein dumm. Juwelen und episch Crap. Ja. Was ist ein Sprousewood? Sprouse? Was will ich denn, ne? Spruce. So englische Version oder was? Ja. Ah, hier sind sogar noch Birken, aber das reicht halt hinten und vorne nicht. Das reicht halt nicht. Ja gut. Das war zu wenig. Dann lass Fichten. Ja, ich bin unterwegs. Nee, nicht Fichten, Birken. Ich bin noch unterwegs. Meine ich doch. Ja, hier, ums Eck noch gleich. So. Ja, ich bin noch unterwegs. Braucht doch erstmal Hex. Ich hexe schon. Hexen holst du Hex. Ja, Birk. Birk. Ich birke mich. Ich verbirke mich auch. Waren wir jetzt eigentlich mit der Gamescom schon fertig? Weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht. Mir fällt nichts mehr ein, welches Spiel irgendwie ist noch. Aber ist ja zu viel, ne? Das verliert man so schnell aus dem Blick. Much. Ist echt too much. Ich war gestern im Kino, ne? Hab mir Elysium angeschaut. Wie? Elysium habe ich mir angeschaut. Kenn ich gar nicht. Ich mit Matt Damon, so von den Machern von District 9. Ach so, ja, District 9 kenne ich, aber auch ein cooler also Film irgendwie. Ist wie District 9, nur umgekehrt. Ja, es ist auch so, die Welt ist halt so. Es ist eigentlich, es ist der Film zum Spiel Deponia. Nur ja? Gewalttätiger, ja. Ich habe Deponia nie gespielt. Ja, es gibt halt die Erde, ne? Ja. Und es ist sozusagen Slum. Und überbevölkert und Müll und Dreck und ja. So. Ja.
Und die bessere Gesellschaft erhebt sich halt auf eine Station, auf so ein Biom-Dingens im Weltall. Ja. Okay. Und leben da. Und es gibt halt dann immer den Konflikt, dass die halt oben leben sie halt im Luxusleben und keine Probleme und haben halt so. Ja, sie haben da so, weißt du, gibt keine Krankheiten mehr, aber es gibt halt solche Heilungskabinen, wo du brauchst dich einfach nur reinsetzen, die findet heraus, was du hast und repariert dir das, ja. Okay, krass. Und auf der Erde unten sterben halt die Menschen und so, ja. Und dann geht's halt auch darum, dass die von unten halt hoch wollen und die oben sie nicht haben wollen und so. Und ja, und dann geht's halt darum, dass sich eben Matt Damon dann versucht, seinen Weg nach oben, nach Elysium zu bahnen und ja. Ja. Weil er schwerst atomar vergiftet wird und er braucht dann Heilung sozusagen. Ja. Und die kriegt er halt auf der Erde nicht. Der hätte halt noch 5 Tage zu leben, ja. Und Alter. Was zur Hölle? Hier mit den billigen polnischen Hilfsarbeitern kann man es ja machen. So. Ja. Ja, ja, erzähl mal ein bisschen. Das hat gerade so gut gepasst. Okay. Man kommt dann überhaupt auch erstmal auf Stunden nicht mehr klar, ne? Ja. Man kommt dann nicht mehr rein, ne? Ich so. Und ich denke so, ja, hört er jetzt eigentlich wirklich zu, oder? Ja, ich gut. Ich ja gerade schon sowas, ich meine, was laber ich hier eigentlich? Ja, ne, genau. Ja. 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 Vielleicht interessiert ja wirklich irgendjemanden da draußen. Ja, bestimmt hat jemand zugehört. Bestimmt, also. Okay, ich hab echt too much Birke jetzt. Es müsste gar nicht sogar reichen für die Dächer. Hab auch gerade nochmal ordentlich was gefarmt hier. Aber ich brauche auch für mein eigenes Dach. Ich muss ja auch ein bisschen an mich denken. Ja, ja, klar. Ja, ja, so. Auch egoistisch sein und sagen, ich hab auch noch ein Projekt. Katze, bitte, ne? Nerv mal nicht. Wie soll ich die überhaupt freilaufen hier? So. Wird bald kastriert, hä, so wie was die für Geräusche hier macht. So. Gucken wir mal, dass ich muss jetzt mal ein Dach muss ich jetzt mal wirklich konkret die Mitte finden. Ich glaube, habe ich überhaupt eine Mitte? Von dem Raum? Gibt es eine Mitte von dem Raum? Ja, das ist. Nee, hab ich gar nicht. Ich hab nicht mal eine Mitte von dem. Das heißt, man muss. Das ist nicht synchron gemacht und nicht symmetrisch. Nee, das ist. Das Dach muss sich ja anpassen. Also, der Raum bestimmt ja, was Symmetrie ist. Ich bestimme ja, was symmetrisch ist. Ja, ist schon richtig. Raum, hast du Klippen. Dach. Raum, Raum, Dach. Dach, Raum. Ich glaube, man müsste aber wirklich streckenweise erst die Decke in den zweiten Stock noch reinziehen. Ja, weil du sonst da nicht richtig Dach bauen kannst. Ja. Aber ich komm schon. Ich komm hier gerade mit einer Ladung. Was mache ich denn dann da mal? Nochmal Tropenholz, oder? Ja. Ansonsten sieht's einfach zu wildert aus. Das ist alles das kreuz und quer. Total behindert aus. Guck mal, da ist auch noch ein Baum, der ist noch angefixt. Das ist gar kein Tropenholz, das ich ja. Da ist noch ein Baum angefixt. Wow. Autsch. Und, Das ist Pressure, ne? Was ist ein Spross? Nein. Den hab ich gar nicht fertig gemacht hier. Du brauchst ja dafür nicht so viel. Also du brauchst jetzt nicht so viel Tropenholzfarm, um die Decken da voll zu kriegen. Du holst ja aus einem. Wie flog mal raus? 4 oder 5? 4, glaube ich, aus einem so einem Stamm. Ja, ne? Das geht ja schon recht zügig. Ja, ja, doch. Ja, ne, das geht schon an. Ach, dann beschäftige ich mich mal weiter mit dem Dach. Ja, du kannst ja schon mal ansetzen. Das ist dann gut und dann müssen wir uns aber was willst du denn hier mit dem Mittelding machen? Da kommt dann Spitzdach in die andere Richtung oder nee? Oder auch Spitzdach? Drei Spitzdächer. Drei Spitzdächer und das eine Spitzdach fließt dann in das. Die beiden Spitzdächer verfließen dann in das Spitzdach, das mittige. Ja. Also eigentlich wäre es ja sinnvoll, erst das mittige zu bauen.
Ja, weil das ja auch höher sein muss, ne? Richtig. Und die anderen müssen dann in das andere hineinfließen. Übergehen. Also, aber ganz spitz oder halb spitz dann nur? Ja, eine Mischung. Eine saubere, schön biotische Mischung. Also kannst du isotonisch. Damit du in der Mitte nochmal einen dritten Stock draufsetzen kannst? Genau, dass ich da nochmal einen Dachstuhl reinsetzen kann. Einen schönen Dachstuhl. Warum, guck mal, die Katze guckt Fußball. Ja, die interessiert sich halt dafür. Ist ja crazy. Wenn ich der Katze jetzt mit dem Schwert eins verpasse? Ja, ist sie tot. Ah. Dann ist der Panda traurig. Also. Okay, haben wir schon wieder Zeit, Leute. So langsam. Jo. Also wir bauen, glaube ich... Was machst denn du jetzt? Warum machst denn du das noch höher? Ja, das war doch, damit das Spitzdach hier ordentlich wird und man dann dieses Spitzdach, also die anderen zwei Spitzdächer in das mittlere Spitzdach einfließen lassen kann. Ja, wenn du das ja gerade so baust, habe ich sogar schon die perfekte Idee, wie man das noch besser macht. Pass mal auf. Und zwar baust du dann mittig, du musst auch die Tür hier außen zumachen. Bisschen scheiß Türen wieder. wenn man denn hier vielleicht, guck mal, du hast es ja alles, es ist immer alles recht, wenn man dann versucht, hier so Rundbögen aus dem zu machen. Ein Rundbogen, zwei Rundbogen, drei, vier, weißt du? Also hier aber nur unten. Das Dach bleibt spitz, aber hier sind so kleine Rundbögen drin. Genau, das obere wird dann sozusagen, das obere Stockwerk, was dann noch da drauf kommt, das dritte sozusagen, ist dann so außen mit Rundbögen versehen. Müsste ich jetzt mal testen. Wenn ich jetzt hier nämlich so einen Rundbogen hinsetze, so. Genau. Und dann ging, wäre der dann hier schon wieder zu, oder? So nach dem Motto. Nee, kleiner, oder? Kleiner? Kompakter, ja, mehrere lieber. Ein kompakter. Okay, dann vielleicht. Da, ja, genau, so. Hier, und dann hätten wir genau zwei Treppen, die dann dazwischen den Bogen schließen. Ach, ich Depp. So. Und dann so. Oder wie meinst du denn das? Dass dann so oben zusammen geht. Und dann hier so auf die andere Seite genau dasselbe. Genau. Irgendwie zusammenkriegen dann oben. Nee, das nicht. Nee, das sind nur zum Auflaufen jetzt hier. Das ist nicht so nicht. Jetzt aber das ist auch scheiße. So will ich das nicht. Was alles reinklebt, wie viele verschiedene Holzsorten, Alter. Da der Materialverschwendung. Ja, so, ja. Ja, so? Ja, genau. Dann geht das hier so weiter, ein nach dem anderen. Dann ein nach dem anderen, genau. Und da kommt ein Fenster rein in diesen freien Flächen von den Rundbögen. Korrekt. Aber erstmal muss ja noch Ding rein. Aber erstmal muss ja noch, wir müssen ja noch Ding reinziehen erst. Das Dach. Die Decke vom zweiten Stock. Das habe ich mir nicht genau hier reingebaut, wo das Ding ist. Ich geh schlafen. Gut. Viel Spaß. Reicht schon wieder heute. Willst du nicht schlafen? Doch, ich komm. Man kann von hier nicht ins Wasser springen, das finde ich ein bisschen schade. Das heißt, ich müsste dann da oben nochmal komplett so ein Ding reinziehen. Nochmal komplett Birke außenrum. Ein Banderole. Eine Banderole, ne? Noch eine Birkenbanderole. Oder du machst keine Banderole und das geht einfach in der Mitte so, weil der ich baue die Birke dann da auch runter. Ja, das sieht schon. Ja. Nee, du musst vielleicht gar nicht die Banderole bauen. Doch, sieht besser aus. Auch von oben. Ja, gut. Ja, doch, von oben auch. Ja, dann Banderolen. Erstmal kommt jetzt. Brauche ich Hunger. Ich kann hungrig nicht schlafen. Jetzt mache ich erstmal. Jetzt kommt erstmal die Decke rein, weißt du? Vom zweiten Stock. Ja. Ja, es macht also Sinn, weil dann kann man da viel besser Banderolen. Ich lieg außerhalb vom Bett. Jetzt liege ich im Bett. Bla bla bla. Bis moin. Bis moin.